Hast du dich auch schon mal gefragt, was kostet billiges Essen eigentlich wirklich? Woher die Ungleichheit in der Welt kommt und wie viel Wahrheit Demokratie braucht? Sind Digitalisierung und Demokratie überhaupt vereinbar? Kann man gesellschaftlichen Zusammenhalt messen? Und was heißt Entwicklung in Zeiten des Klimawandels? In diesem Jahr veranstalten wir erstmals das Digitale Wissenschaftsfestival Globe 21, um genau diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern aus der ganzen Welt begeben wir uns mit dir auf eine Suche nach grenzüberschreitenden Solidaritäten in verschiedenen Regionen der Welt. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bieten ab dem 10. Juni jeden Mittwoch, Donnerstag und Freitag eine Vielzahl spannender Formate an. Angefangen bei Filmabenden und Gesprächen, Podcasts, Stadtführungen, Ausstellungen bis hin zu interessanten Podiumsdiskussionen oder Kurzvorträgen. Das Programm zum Festival findest du auf www.globe-festival.de. Außerdem findest du uns unter dem Hashtag BorderCrossingSolidarities auf Facebook, Instagram und Twitter. Liebe Besucher, liebe Damen und Herren, liebe Studierende, wir begrüßen Sie zum Globe 21 Festival, dem Wissenschaftsfestival der Universität Leipzig. Wir wollen Ihnen heute vorstellen eine Dokumentation für Arte und die nennt sich Im Fadenkreuz der Machthaber, Angriff auf die Zivilgesellschaft. Wir haben eine Diskussionsrunde für Sie zusammengestellt, damit Sie mit dieser Dokumentation sich schon vorab vertraut machen können. Sie können diese Dokumentation ab dem 3. August auf Arte und auch in der Mediathek von Arte sehen. Im Fadenkreuz der Machthaber, Angriff auf die Zivilgesellschaft, ist eine Dokumentation des Regisseurs Sebastian Weiß. Das Buch hat erstellt Mareike Müller und die Produzentin ist Antje Böhmert. Und wir haben heute das große Glück, diese Produktion mit Antje Böhmert diskutieren zu können. Und wir werden dabei begleitet von zwei Osteuropa-Spezialisten, Ireneusz Paweł Karolewski und Alexander Lippmann. Und in dieser Dokumentation können wir sehen, am Beispiel von Indien, Russland und Polen, wie eine Welle des Autoritarismus derzeit die Politik in vielen Teilen der Welt bestimmt. Das Programm für heute Abend ist wie folgt. Nach dieser kurzen Einleitung werden Sie den Film sehen, der dauert ungefähr 50 Minuten. Und danach werden wir in eine Diskussion einsteigen. Ich werde Ihnen bei dieser Diskussion zunächst unsere Podiumsteilnehmer kurz vorstellen und dann Fragen in die Runde stellen, Fragen, die sich speziell mit Aspekten der Dokumentation auseinandersetzen, aber die auch versuchen, dieses Problemfeld in einen weiteren europäischen und globalen Zusammenhang zu stellen. Mein Name ist Axel Körner, ich unterrichte am University College in London und habe eine enge Verbindung auch zur Universität Leipzig und wir wünschen Ihnen einen sehr spannenden, interessanten Abend mit dieser Dokumentation. Zunächst werden Sie jetzt für ungefähr 50 Minuten den Film selber sehen. Dankeschön und bleiben Sie dabei. Liebe Zuschauer, liebe Gäste, das waren starke Eindrücke, beeindruckende Persönlichkeiten, die wir hier kennengelernt haben. Und um diese nun zu verarbeiten, haben wir die Chance, diese wunderbare Produktion zu diskutieren mit der Produzentin des Films und mit zwei Osteuropa-Experten. Ich möchte Ihnen zunächst unsere Gesprächsrunde für den heutigen Abend kurz vorstellen.
Und wirklich der Star des Abends für uns ist in gewisser Weise Antje Böhmert, die Produzentin dieses Films, die den Film geschaffen hat, gemeinsam mit dem Regisseur Sebastian Weiß und der Autorin Mareike Müller. Frau Böhmert ist die Gründerin von Dog Days Productions in Berlin. Und ich glaube, wir können dieses Jahr das zehnjährige Jubiläum dieser Produktionsfirma feiern. Frau Böhmert ist auch aktiv in der AG Dokumentarfilm und setzt sich darüber auch mit den vielen Problemen, die Produktion von Dokumentarfilmen dieser Art mit sich bringt, auseinander. Sie ist von Hause aus Spezialistin für Nordamerika, hat aber auch Theaterfilm und Fernsehwissenschaften studiert. Ihre Produktionen haben zahlreiche Preise gewonnen, unter anderem ihre Dokumentation zu Ebola, das Virus Überleben. Sie hat über die Refugee Crisis geschrieben und Filme produziert, die auch wiederum Preise gewonnen haben. Und ihre neueste Produktion, glaube ich, ist Ein Land wird geimpft. Frau Böhmert, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns dabei sind heute Abend. Dann möchte ich Ihnen vorstellen, Professor Ireneus Pawel Karolewski. Er ist Professor für politische Theorie und Demokratieforschung hier in Leipzig. Zuvor lehrte er in Wroclaw und in Potsdam. Er hatte außerdem Gastprofessuren an der Harvard University in Montreal und in New York. Vielleicht werden wir im Laufe des Abends auch so ein bisschen das Augenmerk auf die Vereinigten Staaten richten wollen in der Diskussion, wenn wir versuchen, diese Produktion in einen größeren Zusammenhang zu setzen. Und er ist Spezialist für Osteuropa, für Nationalismus. Er hat zu Autoritarismus gearbeitet und auch zu den Problemen der Zivilgesellschaft, wie sie sich mit Fragen der Migration auseinandersetzt. Herr Karolewski, vielen Dank, dass Sie bei uns dabei sind heute Abend. Und der dritte Spezialist, den ich Ihnen vorstellen möchte für die Diskussion, ist Professor Alexander Lippmann. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität in Berlin. Er hat auch einen Schwerpunkt in der Forschung zu Russland und Osteuropa. Zuvor lehrte er in München und an der Frankfurt School of Finance and Management. Er hat außerdem für die Stiftung Wissenschaft und Politik gearbeitet und hat zahlreiche Aufsätze und Bücher zu diesen Themen geschrieben. Die letzten beiden Werke von Oxford und Cambridge University Press publiziert Authoritarian Regionalism und Legacies of Communism. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Es ist vielleicht Ihnen schon aufgefallen, dass die Runde durchaus größer und ein bisschen ausgewogener sein könnte. Wir sind etwas eurozentrisch, was eigentlich gar nicht zu Recent Globe passt, dieser wunderbaren Organisation in Leipzig, die dieses Wissenschaftsfestival möglich macht und die Vorstellung dieser Produktion möglich gemacht hat. Und Sie haben sicherlich auch gemerkt, dass die Gender Balance heute Abend nicht ganz korrekt ist. Das widerspricht auch den Traditionen der Universität Leipzig. Und das hat damit zu tun, dass in diesen komplizierten Zeiten uns eben häufig auch mal Panel-Mitglieder verloren gehen. Wir hatten bis vor ganz kurzer Zeit gehofft, dass wir Frau Professor Shalini Randeria bei uns haben könnten für den Abend. Sie ist eine Spezialistin für Indien und sie wurde gerade nominiert und gewählt als Rektorin und Präsidentin der Central European University. Und das hat natürlich auch einen direkten Bezug zu der Thematik des Abends, denn viele von Ihnen werden wissen, unter welch schwierigen Bedingungen die Central European University in Budapest gearbeitet hat und deswegen jetzt ihren Schwerpunkt nach Wien verlagert hat. Wir bedauern es sehr, dass Frau Randeria nicht mit uns ist, aber gratulieren ihr hier aus Leipzig ganz, ganz herzlich zu dieser wunderbaren neuen Position. Und mit dieser Vorstellung möchte ich übergehen zu den ersten Fragen und ich glaube, Sie werden das nachvollziehen können, dass ich mich zunächst vor allem an Frau Böhmert richten
möchte. Wir sind als Publikum häufig mit der Fragestellung dieser Dokumentation natürlich vertraut, aus Publikationen, akademischen Publikationen, aus der Presse, aus den Medien im Allgemeinen. Aber für viele von uns wird es unverständlich sein, wie man überhaupt so eine Produktion zusammenstellt, wie man sich so einem Thema nähert, wie man dabei mit einem Regisseur wie Herrn Weiß und einer Autorin wie Frau Müller zusammenarbeitet. Wie macht man so einen Film? Wie macht man einen Film zu einem solch heiklen Thema? In gewisser Weise setzen Sie sich ja selber, Frau Böhmer, der Gefahr aus, ein Opfer des Autoritarismus zu werden, wenn man in solch kritischen Situationen versucht, einen Film zu produzieren. Erzählen Sie unserem Publikum ein bisschen über diese Erfahrung, Frau Böhmert. Sehr gerne. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Die Geschichte beginnt sogar für uns noch ein bisschen früher. Wir haben vor einigen Jahren einen Film gemacht, der heißt No Country for the Poor. Und da geht es um die Situation von wohnungslosen Menschen in Ungarn. Damals hat sich das Gesetz geändert und der hat uns so ein bisschen auf die Spur des Themas gebracht, was passiert mit den Menschen on the fringes of society. Und davon gibt es ja viele verschiedene Formen. Und aus der engen Zusammenarbeit mit unserem SWR-Arte-Redakteur Bernd Seidel ist dann nach Abschluss dieses Projektes die Idee entstanden, lasst uns einen Blick werfen auf Zivilgesellschaften. Jetzt begann mit dem Drehbeginn auch eine weltweite Pandemie, sodass einige Szenen und Geschichten in diesem Film von Herrn Weiß digital gedreht wurden. Also wir hatten Kollegen in den Ländern vor Ort, die uns geholfen haben, weil wir zum Beispiel selber nicht nach Indien reisen konnten aufgrund der Pandemie. Aber erstmal ist das ja kein Grund, also dass ein Thema vielleicht kompliziert werden könnte oder dass ein Thema dafür sorgt, dass es vielleicht ein Land weniger gibt, in das man als Journalist reisen kann, um da seine Ferien zu verbringen. Das ist halt Teil des Berufs. Also wenn wir uns nicht komplizierten oder unangenehmen Dingen annehmen, dann haben wir diesen Beruf verfehlt. Und hier war das so, dass wir uns nach der Recherche, hat Frau Müller ganz klar auch darauf hingewiesen, dass das ja ein Thema ist, was gerne oder was viele andere Publikationen gerne weit weg erzählen, weil es dann vielleicht auch für den europäischen Leser leichter zu lesen ist. Und für uns war ganz wichtig, den Blick halt auch nach Europa zu richten und den Blick immer so ein bisschen auf ein anderes Thema. Also in Indien geht es ja viel um Umweltschutz. Die russischen Geschichten erzählen wir ja auch ganz bewusst aus dem Exil heraus. Das ist ja auch ein filmisches Statement, dass wir das gemacht haben, dass wir in Prag und in Berlin unterwegs waren. Und in Polen geht es halt um die aktuelle Thematik. Also wir haben versucht, auch immer die Thematik, mit denen sich die Aktivisten, die Menschenrechtler, die engagierte Zivilgesellschaft beschäftigt, so ein bisschen immer anders zu gewichten, dass man sieht, das ist jetzt nicht nur ein Land X, in dem Menschen für das streiten und das ist gerade nicht opportun, sondern um so über diese filmischen Anekdoten die Systematik zu zeigen, die wir schon auch glauben zu sehen. Und dann haben wir uns rangemacht. Ja, das ist interessant, das kennenzulernen, wie man das überhaupt macht, wie man sich an so ein Thema heranmacht, wie man sich ihm nähert. Was mich beeindruckt hat, vielleicht weil ich selber mich viel mit politischer Ideengeschichte auseinandersetze, ist dieses Vertrauen in die Gerichte, das trotzdem bei vielen ihrer Akteure noch zutage getreten ist. Ich denke da zum Beispiel an die Rolle, die Adam Bodnar als Anwalt der polnischen Zivilgesellschaft dort eingenommen hat, aber auch viele der Happy Ends, die sie ja auch mit dargestellt haben, die einem Hoffnung geben. Das ist auch ein wichtiges Motiv, wenn man sich dem nähert. Ist der Rechtsstaat tatsächlich noch so das letzte Mittel zum Schutz vor Demagogen? Das ist eine Frage, die ich vielleicht insbesondere an Herrn Karolewski stellen möchte, denn das kam in dem polnischen Beitrag sehr stark heraus. Aber ich glaube, das ist auch was wir Herrn Lippmann fragen möchten. Ich glaube, da sieht man das vielleicht in Russland inzwischen schon kritischer, ob man überhaupt noch den Rechtsstaat als Schutz für Zivilgesellschaft sehen kann.
Ich bin deswegen an diesem Thema Rechtsstaatlichkeit so sehr interessiert, weil ich häufig in Diskussionen auch hier in der Bundesrepublik Deutschland den Eindruck habe, dass die Leute sich gar nicht mehr dessen im Klaren sind, wie wichtig the rule of law, die Rechtsstaatlichkeit überhaupt ist, was für ein hohes Gut wir da haben. Vielleicht zunächst, Herr Kaulewski, wollen Sie dazu was sagen? Ja, gern. Vielen herzlichen Dank. Auch herzlichen Glückwunsch zu der Dokumentation. Ich fand sie exzellent und ich finde, dass überhaupt der Fokus auf Zivilgesellschaft, vor allen Dingen wie diese vereinnahmt wird durch autoritäre Tendenzen, wirklich sehr wichtig ist bei der Debatte über Entdemokratisierung. Daher fand ich das wirklich sehr bereichernd und auch aufschlussreich für die Menschen, die sich vielleicht auch weniger mit dem Thema befasst haben. Und jetzt in Bezug auf Ihre Frage würde ich sagen, ja, also es gibt ja, der Rechtsstaat ist in vielen Ländern angegriffen worden. Das ist zum einen, würde ich sagen, eine Feststellung, das heißt, dass Gerichte auf unterschiedlichen Ebenen angegriffen worden sind. In manchen Fällen sieht man das deutlicher als in anderen Fällen. In Russland würde ich sagen, dass Rule of Law nicht wirklich existiert. Wir haben mit By-Law zu tun, wo das Recht verwendet wird, um eigentlich Oppositionelle und Andersdenkende zu verfolgen. In Polen ist es noch gewachsen, das heißt, es gibt tatsächlich Politisierung von Gerichten, vor allen Dingen vom Verfassungsgericht und vom obersten Gericht. Es gibt allerdings einzelne Richter, die sich dem nicht beugen. Das heißt, das ist weniger die Frage nach der Unabhängigkeit dieser Gerichte, sondern oft die Frage nach Integrität der Menschen, die einfach viel riskieren, ihre Karriere riskieren, oft verfolgt werden, auch mit Disziplinarmaßnahmen, wie wir das in Polen auch vor kurzem erfahren haben. Und da würde ich das unterscheiden, dass tatsächlich auch immer wieder Gerichtsurteile gefällt werden, die gegen die Regierung, gegen einzelne Ministerien, gegen problematische pseudo-zivilgesellschaftliche Akteure gerichtet sind. Aber wir haben zugleich auch eben dieses Rule by Law, durch die jetzige Regierung in Polen, aber auch einen gewissen repressiven Konstitutionalismus, wie das manchmal auch genannt wird. Das heißt, die Tendenz, die Gerichte zu nutzen zur Einschüchterung von Menschen. Das heißt, dass wir solche Organisationen wie Ordo Juris, aber auch Ministerien beobachten können, dass sie sehr oft Menschen verklagen wegen Verleumdung oder ähnlichen Paragraphen. Was am Ende in den meisten Fällen nicht funktioniert, weil wir tatsächlich nach wie vor einzelne Gerichte haben, die unabhängig sind, oder Menschen an diesen Gerichten, die unabhängig sind, aber trotzdem, dass dadurch eine Atmosphäre der Angst erzeugt wird und eine gewisse Ambiguität, denn man weiß nicht, wie diese Urteile ausgehen. Das heißt, es gibt auch Urteile, die natürlich zu Verurteilung der unabhängigen Akteure führen, weil man das nicht mehr garantieren kann. In dem Sinne sind die Gerichte in Polen nicht mehr abhängig, obwohl einzelne Menschen an diesen Gerichten weiterhin integer vorgehen können. Man könnte diese Situation bestimmt auch diskutieren mit Bezug auf Ungarn, vielleicht sogar Tschechien, ganz sicherlich in Bezug auf die Türkei. Herr Lippmann, wie sehen Sie das, wenn man jetzt den Blick nach Russland richtet? Gibt es dort überhaupt noch Rechtsstaatlichkeit? Hat diese angeblich lupenreine Demokratie noch das Medium der Rechtsstaatlichkeit, um die Zivilgesellschaft zu schützen? Ja, diese Frage kann man eigentlich sehr einfach beantworten. Nein. Um das ein bisschen genauer zu erörtern, ich glaube, zwischen dem russischen Fall und den anderen zwei Fällen, die in der Dokumentation so detailliert und informationsreich betrachtet wurden, besteht doch ein qualitativer Unterschied. In Polen und in Indien haben wir mit Staaten zu tun, wo autoritäre Tendenzen vorhanden sind, wo populistische Tendenzen vorhanden sind. In Russland haben wir dagegen mit einer konsolidierten und übrigens würde ich behaupten, in den meisten Ausprägungen nicht populistischen Autokratie zu tun, sondern einem bürokratischen, autoritären Staat, dessen Elemente öffentliche Verwaltung, rechtlich zugelassene Parteien, Militär, Geheimdienste und auch Gerichte sind. Deswegen in Russland, wenn es am Ende um politische Zweckmäßigkeit geht, werden die Gerichte ganz genau so entscheiden wie die Machtvertikale, ein Wort, das Wladimir Putin am Anfang seiner Herrschaft so stark geprägt hat, es denen befehlen wird. Es gibt allerdings ein Kaviat. Russland ist auch ein sehr legalistischer Staat. Legalistischer im Sinne,
dass man bis auf die letzten 2-3 Jahre, abgesehen von den letzten 2-3 Jahren, weil da hat sich die Tendenz etwas verändert, dass man wirklich versucht hat, the letter of the law, die Formalien so genau zu befolgen, wie es geht. Und in einigen Situationen erlauben genau diese Formalien den Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft leider sehr vorübergehende Erfolge. Warum sind sie vorübergehend? Weil am Ende ist der Staat viel besser daran, die Paragraphenspiele zu spielen und sie ganz genau so zu interpretieren, wie es hier zu der staatlichen Linie passt. Jedoch, glaube ich, ist das der Grund, warum die Gerichte in Russland nicht ganz irrelevant sind. Aber im Endeffekt ändert sich tatsächlich nichts. Dann hört sich das an, dass das doch im Wesentlichen ein Problem einer fehlenden Gewaltenteilung auch ist in Russland. Genau. Wie gesagt, wir sprechen von einer Autokratie. In der Autokratie ist die Gewaltenteilung legislative, exekutive und judikative fast per Definition nicht gegeben. Wir haben natürlich unterschiedliche Interessen, also eine Art de facto Kampf zwischen Clans und Gruppen, hat aber mit Gerichtsbarkeit nichts zu tun. Frau Böhmert, würden Sie sagen, dass diese Sorge um die Rechtsstaatlichkeit für Sie auch ein Motiv war, dieses Projekt in Angriff zu nehmen? Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich habe auch kam auch, als es richtig losging, gerade aus einem Dokumentarfilmprojekt, wo ich einfach über viele Jahre deutschen Gerichtsprozess verfolgen durfte, was man ja als Bürger auch nicht jeden Tag macht. Und ich war schon davon sehr angetan, dass einfach die Mühen der Ebene eines Rechtsstaats zu sehen und zu erleben. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir zumindest in Deutschland ja immer wieder sehr wichtige symbolische Prozesse und Gerichtsverfahren in unserer Geschichte hatten, die uns, zumindest haben wir das in der Schule so gelernt, immer geholfen haben, uns auch als Rechtsstaat zu begreifen. Also gerade wenn es sozusagen um die großen Prozesse nach dem Krieg und dann auch in den 60er Jahren ging. Und Gerichte sind wichtig, Gewaltenteilung ist wichtig und man muss halt dahin gucken, wo es, es ist nicht so offensichtlich. Also wenn eine Armee auf der Straße steht und auf Menschen schießt, dann weiß die ganze Welt, was passiert. Aber die Waffe Bürokratie oder die Waffe Verschiebung von Gewaltenteilung, das wollten wir einfach zeigen, dass da sehr, sehr viel möglich ist. Damit hat Ihre Dokumentation, glaube ich, eine wichtige Rolle auch zu spielen, dass sich Leute vielleicht durch die Konfrontation mit Situationen, die sie sehen, in ganz anderen Räumen der Welt, dass das doch einen direkten Bezug auch auf ihre eigenen demokratischen und verfassungsrechtlichen Güter hat. Das wäre zumindest auch eine Möglichkeit, diesen Film zu verstehen. Na, ich glaube, man muss, also ich wünsche mir immer auch, beim Blick in die Welt natürlich möchte ich was erfahren über andere Gesellschaften und Menschen und wie sie leben. Aber ich glaube, man muss auch immer zurückreflektieren, was wir haben, was wir schätzen. Und im Zweifel auch einfach sind ja auch wir Teil einer Zivilgesellschaft in Deutschland. Wir sind hier bestimmt ja blessed. Aber das heißt nicht, dass nicht jeder Einzelne auch dafür sorgen sollte, dass es so bleibt. Ja, das ist natürlich auch ein problematisches Argument. Das kann man leicht in so eine Diskussion Ost gegen West oder sowas natürlich auch auf deutscher Ebene bringen. Da muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein, oder? Der Autoritarismus, den wir teilweise im deutschen Osten sehen, ist ja häufig auch aus Westdeutschland importiert, was die politische Parteienlandschaft angeht. Ich würde gerne diese Frage mal weiterreichen an Herrn Karolewski. Die Dokumentation vertritt ja auch ganz eindeutig die These, dass diese Form des Autoritarismus, die dort dargestellt wurde, Länder unabhängig von ihren Regierungstypen betrifft. Und Sie haben selber lange Jahre in den USA verbracht, kennen sich gut aus in den Vereinigten Staaten. Können wir das, was wir da gesehen haben, in gewissem Maße auch auf die Vereinigten Staaten unter Donald Trump beziehen? Geht das dort ähnlich? Passiert das dort ähnlich? Oder sind vielleicht sogar die Ereignisse, die wir im Januar auf dem Bildschirm verfolgt haben, teilweise noch viel gefährlicher? Immerhin wird das Ausschalten demokratischer Wahlen
ganz explizit in den USA von der Mehrheit der Republikanischen Partei jetzt unterstützt. Da kann man sich doch vielleicht wirklich die Frage stellen, ob die Demokratie überhaupt noch zu retten ist. Wie würden Sie das auf die Situation in den Vereinigten Staaten beziehen, was wir aus der Dokumentation gelernt haben, Herr Karolewski? Das ist tatsächlich ähnlich, obwohl die Entwicklungen nicht dieselben sind, würde ich sagen. Es gibt Ähnlichkeiten zum Beispiel in Bezug auf den Polarisierungsgrad von Gesellschaften. Wenn wir die USA mit Polen vergleichen, das ist sehr ähnlich. Durch die langjährige Propaganda der Regierungspartei sehen wir eben diese Polarisierung, dass Menschen, die auch nicht nur sozioökonomisch zu erklären ist, sehr lange haben wir in der Politikwissenschaft versucht, das durch sozioökonomische Faktoren zu erklären, das sind die Transformationsverlierer gewesen oder Menschen, die dann eher anfälliger wären für solche Parolen. Aber das scheint nicht zu stimmen und das ist nicht eindeutig. Es gibt Menschen, die sich an der Propaganda beteiligen, die hochgebildet sind, die aus zynischen Gründen, aus Karrieregründen mitmachen, Mitläufer sind, aber auch aktive Förderer dieser Entwicklung. Was in den USA anders ist, glaube ich, ist, dass sehr viel durch Twitter passiert, durch den ehemaligen Präsidenten, und dass die Emotionalisierung dieser Trennung, dieser Polarisierung tatsächlich sehr hoch gewesen ist. Das heißt, mit weniger Mitteln konnte Trump eigentlich das erreichen, was die ungarischen Regierungsparteien und die polnischen Regierungsparteien eigentlich mit viel mehr Investitionen erreichen. Das heißt, durch Propaganda im Staatsfernsehen, durch Mittelvergabe an befreundete pseudo-zivilgesellschaftliche Akteure, das polnische Kultusministerium vergibt Gelder an protofaschistische Organisationen, an klerikale Organisationen wie Ordo Iuris. Dasselbe passiert in Ungarn sogar durch korporatistische Vereinigungen wie KESMA, wo zum Beispiel Medien unter der Obhut des Staates zusammengeführt werden und finanziert werden und damit auch kontrolliert werden. Das sind unterschiedliche Pfade, würde ich sagen, aber die Effekte sind sehr ähnlich. Trotzdem müssen wir uns das anschauen und ich bin da eher vorsichtig, zu behaupten, dass es der Teil derselben Logik ist. Ja, also die Effekte sind ähnlich, aber möglicherweise haben wir mit unterschiedlichen Pfaden zu tun, die dazu geführt haben, dass wir eben diese Entwicklung im Januar in den USA hatten und in Polen, Ungarn haben wir das auf eine andere Art und Weise. Insbesondere Polen hat ja doch noch eine sehr beeindruckende Zivilgesellschaft. Das kann man, glaube ich, nicht nur in Bezug auf die Szenen sagen, die wir jetzt im Film gesehen haben, sondern generell, wenn immer autoritäre Tendenzen zu sehen waren, haben wir auch eine sehr, sehr aktive Zivilgesellschaft gesehen. In Ungarn klappt das teilweise nicht so gut, aber der Hauptunterschied zu den Vereinigten Staaten ist vielleicht doch, dass es in den USA noch zwei sehr große Parteien gibt, wo man immer nicht genau weiß, welche Partei gewinnen würde, und zumindest eine Partei steht noch für die Demokratie ein, wohingegen man natürlich in Ungarn Mehrheiten sieht, die es für die Opposition schon sehr, sehr schwer machen. Wie würden Sie das mit Polen vergleichen? Ja, also ich werde nicht pessimistisch. Also ich glaube, dass die Zivilgesellschaft in Polen aktiver geworden ist. Mhm. Wir müssen da in Osteuropa zwischen unterschiedlichen Typen von Zivilgesellschaft unterscheiden. Es gibt sehr aktive Zivilgesellschaften in der Slowakei und auch in Tschechien, aber die ist stark professionalisiert. Das sind nicht Regierungsorganisationen, die sehr oft aus dem Ausland finanziert werden und auch sehr professionell sind. Das sind die Kreise, aus denen sich die jetzige liberale Präsidentin der Slowakei rekrutiert, Čaputková. Und das ist etwas anderes. Das sind stark organisierte Akteure. In Polen sind das sehr oft Akteure, die sich spontan, obwohl auch koordiniert, auf die Straßen begeben, um zu demonstrieren über Monate hinweg gegen Regierung in Bezug auf Demokratie, die Verletzung der demokratischen Standards, gegen Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit und letztens im letzten Jahr gegen Verletzungen der Menschenrechte durch die Verschärfung des Abtreibungsrechts. Und da ist ein Unterschied auch in Polen dieser, dass es sehr oft sehr junge Menschen sind. Dass wir gerade in Polen eine
ja, ein Aufwachen der Millennials beobachten können, was zum Beispiel vor 5 Jahren nicht der Fall gewesen ist. Die jungen Menschen waren sehr inaktiv politisch. Sie haben sich nicht an den Demonstrationen beteiligt. Jetzt hat sich das sehr stark verändert durch die Frauenproteste. Das waren nicht nur junge Frauen, sondern auch junge Männer. Und ich glaube, dass es auch ein Generationserlebnis gewesen ist, zumindest für die polnische Zivilgesellschaft. Und das wird auch Früchte tragen in den nächsten Jahren. Wir beziehen jetzt diese globale Perspektive der Dokumentation schon sehr stark auf die Diskussion in Europa, aber ich glaube, das ist auch berechtigt, denn das beschäftigt uns im Moment auch mit in der Tagespolitik. Herr Lippmann, ich würde Sie als Russland-Experte gerne fragen, wie stark diese Ereignisse, die wir in Ländern wie Polen, Ungarn, aber vielleicht auch Tschechien sehen, wie stark haben die oder wie viel haben die mit Entwicklungen in Russland oder russischem Einfluss zu tun? Das wurde gerade in Bezug auf Tschechien ja sehr stark diskutiert, wenn man dort über die Verbindung von Babiš und auch Seemann nachdenkt. Das ist in Deutschland immer ein schwieriges Diskussionsthema. Man redet eher über Ungarn als über Tschechien aufgrund der Vertreibungsproblematik und so weiter. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass viele Deutsche lange Jahre nach Tschechien in den Urlaub gereist sind und das Land einfach lieben mit ihrer böhmischen Küche und der tschechischen Musik und so weiter. Aber ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, dass auch innerhalb der Europäischen Union man sich die Frage stellt, inwiefern man diese Erklärung in den 3 Ländern, die ich hier genannt habe, mit russischen Entwicklungen zu tun haben. Wie würden Sie das aus russischer Perspektive beurteilen, Herr Lippmann? Vielen Dank. Und bevor ich diese Frage beantworte, erlaube ich mir eine kurze Anmerkung dazu, was Herr Korolewski und Sie gesagt haben. Ich muss leider sagen, ich stimme der These nicht zu, dass diese Fälle vergleichbar sind und dass dieser Vergleich hier überhaupt uns viel bringt, weil ich befürchte, dass wir da über 2 ähnliche Erscheinungsformen sprechen. Sie sprechen über den Vergleich mit den Vereinigten Staaten, ja? Ja, ehrlich gesagt auch intensiv Vergleich zwischen Polen und Russland zum Beispiel. Mhm. Wir sprechen sehr zum Teil um ähnliche Erscheinungsformen, aber über ganz unterschiedliche Systemlogiken und Machtlogiken. Und das liegt wiederum an der Grenze zwischen dem demokratischen Verfahren und der autoritären Herrschaft. Mhm. Demokratie ist ja kein System, in dem nette Leute regieren, die die Politik durchführen, die uns allen gefällt. Demokratie ist am Ende ein Verfahren, in dem Leute abgewählt werden oder wenn wir korrupte, ineffiziente Politikerinnen und Politiker an der Macht bekommen, was übrigens in demokratischen Staaten absolut gang und gäbe sind, die nicht so viel Schaden verursachen können. Das haben wir in autoritären Staaten nicht. Und da ist Russland gerade ein krasser Beispiel. Es gibt keine innenrussische Entwicklung, unter der Wladimir Putin abgewählt wird. Es kann unter keinen Umständen passieren. Und das schafft schon natürlich ganz andere Logiken. Das erlaubt mir auch ein bisschen, Ihre Frage zu beantworten zu dem russischen Einfluss in Osteuropa. Die Forschung zu autoritären externen Einflüssen ist jetzt gerade sehr intensiv betrieben. Und wir sehen glücklicherweise relativ wenige Fälle, wo diese autoritären Einflüsse tatsächlich entscheidend und dominant sind. Im Fall von osteuropäischen Staaten, mittelosteuropäischen Staaten, ist der russische Einfluss sehr wahrscheinlich marginal. Wir sehen das auch sehr klar am polnischen Beispiel. Hier hat Russland eigentlich die Entwicklung nur auf eine Seite beigesteuert, indem es einen bequemen Gegner geliefert hat, der die innere Mythologie von der PiS-Partei sehr gut unterstützt hat. Im Fall von Orban oder Babiš sieht man gewisse Verbindungen oder Kooperationen, sieht man gewisse Offenheit gegenüber Russland. Aber der russische Einfluss ist hier meines Erachtens vernachlässigbar. Also fast das einzige Land, in dem ich tatsächlich sagen würde, dass der russische Einfluss wichtig war und zur Konsolidierung des autoritären Systems beigetragen hat, ist Belarus. Und auch da haben wir mehr als genug interner Faktoren, die da eine ganz große Rolle spielen. Ich glaube, Tolstoi hat ja geschrieben, alle glücklichen Familien sind glücklich auf dieselbe Weise und alle unglücklichen sind unterschiedlich unglücklich. Und dasselbe gilt für die Systeme, von denen wir sprechen, sind alle sehr unterschiedlich unglücklich und lernen zwar voneinander, aber folgen dabei ihren eigenen Weg. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Qualifizierung. Ich glaube, die lässt sich auch in gewisser Weise trotzdem mit
anderen Einschätzungen, die wir hier schon getroffen haben, vereinbaren. Ich finde es wichtig, was Sie hier feststellen, auch wenn es einem natürlich sehr pessimistisch macht über die Situation in Russland. Ich bin noch sehr stark von den Ereignissen 1990, 91 geprägt und hatte immer gehofft, dass Russland doch vielleicht irgendwann zur Demokratie wird. Herr Karolewski, wollen Sie da kurz drauf antworten, weil Herr Lippmann sich ja auch in gewisser Weise an Sie damit gerichtet hat? Ja, gern, das kann ich gern machen. Ja, ich habe auch gesagt, dass es im Grunde genommen nur, also nicht vollständig ein Vergleich möglich ist. Es gibt ja ähnliche Effekte, unterschiedliche Pfade dazu, und dass wir da vorsichtig sein sollten. Wo ich nicht einverstanden wäre, wäre die Einschätzung des marginalen Einflusses Russlands, weil wir darüber immer mehr lernen, zum Beispiel bezogen auf das polnische Beispiel, auf den polnischen Fall. Es gilt tatsächlich, dass die polnische Regierung, also die jetzige polnische Regierung, demonstrativ antirussisch sei. Das auch stimmt. Also wir können das an den Diskursen erkennen. Aber ich würde die These wagen, dass wir in Wirklichkeit mit sehr interessanten Verbindungen nach Russland haben, zu tun haben. Zum Beispiel gab es in Polen 2014 einen Abhörskandal oder eine Abhöraffäre, wo die russischen Einflüsse ziemlich deutlich gewesen sind. Und wir wissen, dass auch die Vertreter der Peace vielleicht nicht offiziell, aber doch irgendwie die Finger im Spiel hatten. Da ist der russische Einfluss drin. Es gibt auch dubiose Netzwerke der führenden polnischen Politiker, die zugleich demonstrativ antirussisch sind, die nach Moskau reichen, Verbindung zum russischen Kapital. Bereits auf der Regierungsebene, zum Beispiel im Bereich des polnischen Verteidigungsministeriums, interessanterweise. Aber es gibt auch Verbindungen der sogenannten Pseudo-Zivilgesellschaft, zum Beispiel Ordo Iuris. Die Organisation ist ein Teil einer rechten Internationale, würde ich sagen, zu der auch russische, pro-russische, oder es ist natürlich, muss man auch präziser sein, pro-Putin-Organisationen gehören, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, dass eben das Christentum, die traditionelle Familie und urkonservative Werte eine wichtige Rolle spielen. Da sind brasilianische konservative Organisationen dabei, wie zum Beispiel Tradition, Familie und Eigentum. Die Organisation, die als katholisch-extremistisch gilt und vom Vatikan nicht mal anerkannt wird. Da sind russische Organisationen dabei. Da haben wir auch mit russischem Kapital zu tun, was auch eine Rolle spielt. Das heißt, und auch mit ideologischen Einflüssen von Leuten wie Dugin, Zelenowski und natürlich Jakunin, die das auch in andere Länder hineintragen. Nicht immer auf eine sehr offensichtliche Art und Weise. Manchmal ist die Art und Weise sehr subtil. Und Sie haben recht, man kann sozusagen nicht immer eindeutig diesen Effekt ausmachen, dass man dann feststellt, okay, Russland hat zu 50% entschieden, wie die Wahlen ausgegangen sind. So einfach ist es nicht. Aber die Einflussfaktoren sind schon deutlich, wenn man so ein bisschen unter die Oberfläche schaut, würde ich sagen, zumindest im polnischen Fall. Wir sind hier Teil eines Globe Festivals, deswegen ist es mir wichtig, dass wir uns nicht ganz so stark auf Europa konzentrieren. Und Frau Böhmert hat sich ja als Produzentin sehr stark mit dem indischen Fall auch auseinandergesetzt, auch wenn es wegen der Pandemie schwierig war, nach Indien zu reisen. Frau Böhmert, in den Blättern für deutsche und internationale Politik schreibt Vidya Krishman, dass die schrecklichen Rekorde der Corona-Krise, Sie kennen sich ja auch mit der Corona-Krise gut aus, direkt von Premier Modis, von der hindu-nationalistischen Regierung zu verantworten sind, was wiederum symptomatisch sei für das moralische Versagen der indischen Kastengesellschaft. Hat diese Allianz aus Oberschichten und religiös-nationalistischer Regierung, die Sie ja auch in der Dokumentation problematisiert haben, die Corona-Krise zu weiteren Angriffen auf die Zivilgesellschaft instrumentalisiert? Ist das der Hintergrund, vor dem die nationalistisch, hindu-nationalistische Regierung wirklich den letzten Schlag gegen die Zivilgesellschaft ausführen kann? Wie sehen Sie diesen Zusammenhang zwischen Pandemie und Angriff auf die Zivilgesellschaft in Indien, Frau Böhmert? Da bin ich, glaube ich, nicht die Richtige, um das kompetent, eloquent beantworten zu können. Da kann ich auch nur reproduzieren, was ich dazu lese und was ich von Kollegen aus dem Land höre.
anekdotisch, also mein anekdotisches Wissen über Kollegen zeigt zumindest, dass da zwei Dinge zu einer bestimmten Zeit zusammenkommen, die eine ganz tragische Verbindung einnehmen miteinander. Aber ich bin da nicht die Richtige, um dazu wirklich eine fundierte, ich könnte nicht begründen, was ich dazu einfach aus meinem eigenen Zeitungswissen und den Kollegen mit den, also ich kann Ihnen dazu nur anekdotische Sachen sagen, aber ich glaube, diese Pandemie macht einfach in allen Ländern sichtbar, was ist. Und in Indien hat sich das einfach gerade nochmal auf der Weltbühne abgespielt. Also das konnten wir alle live in den Nachrichten jeden Tag leider verfolgen. Und ich finde das sehr, sehr bedrückend. Und ich glaube, dass wir noch lange damit beschäftigt sind, uns die Effekte dieser Pandemie nicht nur in Indien, aber in vielen, vielen Ländern des sogenannten globalen Südens anzuschauen. Und dass wir da sehr, sehr bald auch unsere Verantwortung in der Welt wahrnehmen müssen. Das ist wichtig. War es für Sie eine Motivation, vielleicht auch dieses Bild von Indien als der größten Demokratie der Welt, an die ja viele liberale Kräfte, auch teilweise die politische Linke in Europa immer geglaubt hat, dass sie hochgehalten hat, das so ein bisschen vom Sockel zu stoßen, war vielleicht diese Idealisierung der angeblich größten Demokratie der Welt auch, hat die ein Problem geschaffen, dass wir eigentlich die wirkliche Situation, wie sich Kasten Gesellschaft Tag für Tag auswirkt, gar nicht mehr wahrgenommen haben? Ja, ich glaube, sogar in der Popkultur geht es noch weiter. Also da ist Indien irgendwie Yoga, Techno am Strand und es ist die Reise eines Lebens. Und, da wollten wir einfach was daneben stellen. Ne? Weil nur mit Klischees kommt niemand klar und oft verdecken, aber unsere popkulturellen Klischees ja Lebenswirklichkeiten. Und da wollten wir schon was an die Seite stellen. Aber jetzt ist das auch einfach ein großes Thema, Umweltschutz in Indien. Und es ist ein Land, über das viel gesprochen wird oder was viel besprochen wird vielleicht in der Popkultur. Und es war schon für uns interessant zu sagen, okay, da versuchen wir einen kleinen Beitrag zu einem differenzierten Bild zu liefern. Als Historiker fällt mir vielleicht dazu ein, dass das vielleicht auch eine große Frage unserer Generation ist, die da einen ganz anderen Blick hat als die Generation von 68, die teilweise Indien, ohne es gut zu kennen, idealisiert hat. Und vielleicht haben wir da wirklich auch was zu einem veränderten Blick beizutragen, dass wir einfach das nochmal neu und kritisch diskutieren. Uns war es bei den Vorbesprechungen wichtig, wirklich auch möglichst auf ganz aktuelle, tagesaktuelle Themen ein bisschen einzugehen. Und ich wollte dann doch nochmal speziell auch vielleicht vergleichend den russischen Beitrag nochmal auch auf Ungarn beziehen. Es geht ja in Ungarn in der letzten Zeit wirklich nicht nur um diese grundsätzlichen Verstöße gegen die Grundwerte der Europäischen Union. Das haben wir jetzt gesehen mit der neuen Legislation gegen die Repräsentation von Homosexualität in der Öffentlichkeit. Aber es gibt eine ganze Agenda. Wir denken da an den Entzug der Frequenzen für den letzten unabhängigen Sender, Clubradio. Wir denken an das NGO-Gesetz. Das war ja bezüglich der Central European University auch ein wichtiger Faktor. Man kann dort an den Eigentümerwechsel des Internetportals Index denken. Immer wieder kommt es da zu Situationen, wo die Zivilgesellschaft auch aktiv wird. Dann finden sich eben neue Konglomerate, wo man versucht, eben so ein Internetportal überleben zu lassen. Aber was bedeutet das für die Europäische Union? Kann die Europäische Union als Wertegemeinschaft überhaupt noch funktionieren, wenn so etwas in ihrer Mitte geschieht und zudem, wie wir das ja auf dem Gipfel gesehen haben,
die Europäische Union so dramatisch gespalten ist bezüglich dieses Themas. Aber das ist ja auch eine Spaltung, die betrifft nicht nur die Europäische Union. Wenn man sich die letzten Szenen aus dem Deutschen Bundestag anschaut, den Angriff von Beatrix von Storch auf die Bundeskanzlerin bezüglich der Stellungnahmen zu Ungarn, wo Frau Dr. Merkel ja recht couragiert eigentlich auch für die Rechte von Homosexuellen in Ungarn eingetreten ist. Wie können wir überhaupt die Zukunft der Europäischen Union sehen, wenn die Grundwerte in dieser Art und Weise erschüttert sind und gleichzeitig das zu so einer Spaltung dieser großen Hoffnung für Europa führt? Das ist vielleicht eine Frage, die möchte ich an Sie alle stellen in der Runde. Ich weiß nicht, ich habe im Moment noch Frau Böhmert im Bildschirm hier. Frau Böhmert, wollen Sie diese Frage zuerst beantworten und dann reichen wir sie nochmal weiter? Ja, also darüber reden wir ja auch im Film. Also haben wir ein Glaubwürdigkeitsproblem. Also sehr naiv gesagt, werden ja auch wir, also was auch immer das Wir ist, die EU, Menschen, die sich für eine bestimmte Form von Demokratie aussprechen, werden ja am Ende auch an unseren Taten gemessen. Also daran, wie wir mit Werten umgehen. Und das wird ja auch im Film von einigen Interviewpartnern angesprochen, dass da sehr genau hingeschaut wird. Also was erzählen wir nach außen, was wir glauben, was ist der Weg, wie man in einer Gesellschaft zusammenlebt und wie gehen wir dann mit bestimmten Dingen selber um. Und ich glaube, man muss sich einfach die Außenwirkung auch immer wieder anschauen. Also diese alte Klischee-Idee von wir gehen da mit glühendem Beispiel voran. Und Sie haben gerade sozusagen Ihre eigenen Wunschvorstellungen in den frühen 1990er Jahren angesprochen, dass ja irgendwie alles gut wird, also unsere Form von gut. Das funktioniert nur, wenn man das tut, was man sagt. Und das wäre für mich so ein, also das würde ich da gerne als Gedanken reinwerfen. Ja, bestimmt ein wichtiger Gedankenansatz. Herr Karolewski? Ja, das ist sehr kompliziert, würde ich sagen. Nicht so einfach. Zum Teil ist es auf eigenen Wunsch der Europäischen Union passiert, weil die Europäische Union eigentlich sehr lange davon überzeugt war, dass die Mitgliedschaft alleine ausreichen würde, um die Länder tatsächlich gelungen, mit bestimmten Ländern wie Portugal, Spanien oder wenn wir uns nach Ungarn, Polen, Bulgarien, Kroatien, Slowenien seit kurzem begeben. Das heißt, dass die Europäische Union nicht genügend Mechanismen entwickelt hat, die mit solchen Situationen umgehen könnten. Es gibt zwar juristische oder es gibt ja Mechanismen, Instrumente in den Verträgen, den sogenannten Kapitel 7. Man darf dann sozusagen die Länder, die Werte, nicht die Werte im Grunde genommen, weil die Werte nicht justizabel sind. Das heißt, man kann nur Regelnverletzungen ahnden. Und da die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wurde eigentlich 2009 von Regeln zu Werten umdefiniert. Das hat die Europäische Union gemacht, weil man überzeugt war, dass es sich nicht wiederholen würde, wie das Problem mit Österreich um 1999, 2000. Das heißt, es gibt nicht genügend Mechanismen, um gegen die Länder vorzugehen, weil die Verletzung der europäischen Werte im Grunde genommen nicht gehandelt werden kann. Ein Land, ja, wenn wir mit einem Land zu tun hätten, das wäre einfach, weil das kann man machen. Man stimmt dann ab und alle müssen dafür sein, abgesehen von dem einen Land. Und dann, man könnte natürlich das Land suspendieren in Bezug auf Stimmrechte. Aber mit mehreren Ländern geht das nicht. Das heißt, es ist eine richtige Herausforderung. Es gibt die Möglichkeit, mit den Entscheidungen des EuGH, des Europäischen Gerichtshofes, zu agieren. Und zwar aber nur bezogen auf das Europarecht. Wenn das Europarecht verletzt wird in Bezug auf Diskriminierung, Altersdiskriminierung, Umweltschutzregelungen, dann kann die EU aktiv werden oder der EuGH vielmehr. Aber vielmehr ist nicht möglich. Was möglich wäre, ist politischer Druck, der auch sichtbar war beim letzten Treffen der
Regierungs- und Staatschefs, vor allen Dingen seitens Schwedens und Hollands, aber auch andere Länder, auch seitens der Europäischen Kommission. Die Frage ist, wie weiter damit umgegangen wird. Das ist gar nicht so einfach. Regelungen, sie können nicht ausgeschlossen werden aus der Europäischen Union. Und selbst wenn es möglich gewesen wäre, könnte man das auch nicht wirklich machen, weil wir damit auch die Hälfte der Gesellschaft eigentlich ausschließen. In Polen regiert eine Partei mit 40-prozentiger Unterstützung. Das heißt, die Mehrheit der Polen ist dagegen, 60%. 80% der Polen möchten gerne in der Europäischen Union bleiben. Das heißt, es ist eine sehr komplexe Angelegenheit, die einerseits, wie Sie selbst gesagt haben, mit der Glaubwürdigkeit der Europäischen Union etwas zu tun hat. Das heißt, man muss etwas machen. Andererseits ist es zu komplex. Man kann das einfach nicht ohne weiteres entscheiden und eine Lösung finden. Also ich sehe da ein Dilemma. Ich glaube, wir hatten teilweise eine nicht so gute Verbindung zu Herrn Karolewski. Deswegen reiche ich vielleicht die Frage weiter an Herrn Lippmann und würde vielleicht danach nochmal auf Herrn Karolewski zurückkommen, falls sich die Verbindung so ein bisschen verbessern lässt. Herr Lippmann, wie sehen Sie dieses Problem? Ja, es ist tatsächlich sehr kompliziert. Und ich muss sagen, ich würde da Herrn Karolewski zustimmen, dass die Europäische Union nicht genug Instrumente hat, um das Problem zu lösen, überhaupt anzugehen. Ich zweifle ehrlich gesagt daran, dass eine andere Europäische Union, die genug Instrumente haben würde, auch überhaupt irgendwann möglich war. Weil am Ende mit der Anerkennung der gemeinsamen Werte, mit der Anerkennung der europäischen Ideen, haben die Staaten nach wie vor starke Bedenken, wenn es um besonders sensible Bereiche eigener Souveränität geht. Außerdem wird das Wort europäisch und die europäischen Ideen in verschiedenen Kontexten sehr unterschiedlich gedeutet. Ich blicke jetzt wieder weiter nach Osten, Richtung die Ukraine und Richtung Russland, wo man zum Teil auch sehr gerne mit dem Wort Europa und europäisch spielt, aber mit diesem Wort zum Teil ganz andere Sachen verbindet, von denen wir jetzt sprechen. Russische Propaganda präsentiert eben Russland als das Land, das echte europäische Ideen retten müsste von dem Verfall in Europa. Und das würde auch durchaus dazu passen, was wir in Ungarn und in Polen hören und sehen. Also alleine Bekennung zu europäischen Werten reicht hier nicht aus. Sie können unterschiedlich gedeutet werden. Ja. Und wie man mit dieser Situation umgeht, ich würde fast behaupten, dass die Europäische Union und die Europäische Staatengemeinschaft da tatsächlich begrenzte Handlungsmöglichkeiten hat. Also am Ende kommt es doch auf die Länder selbst und auf die Gesellschaften selbst, auf die Zivilgesellschaft selbst. Das wurde auch in der Dokumentation so wunderbar gezeigt, an diese Menschen. Sie können ihre Länder verändern, aber nicht wir. Aber selbst wenn die Europäische Union, und vielleicht wieder als Frage an Sie beide oder vielleicht auch an Frau Böhmert, wenn sie nochmal zurückkommen möchte in die Diskussion, selbst wenn die Europäische Union diese Mechanismen hätte, rechtsstaatliche Mechanismen, politische Mechanismen, veränderte Regeln im Ministerrat oder sowas, dann besteht ja auch die Gefahr, dass das zu einer neuen Spaltung Europas führen würde. Und dann sind wir wieder in der Situation, in der wir vor dem Ende des Kalten Krieges waren. Und dann haben wir eine Westeuropäische Union und nicht eine Europäische Union. Liegt darin nicht auch eine große Gefahr, wenn man diesen Weg gehen würde, Mechanismen zu finden, mit denen man irgendwie sowas radikal durchsetzen würde? Man könnte sogar das noch weiter treiben. Es würde auch in gewisser Weise zu Spaltungen innerhalb der westlichen Gesellschaften führen, denn viele der Ideen, die wir mit den Grundwerten der Europäischen Union in Verbindung bringen, stehen ja auch in der Kritik in unseren Gesellschaften. Nun kann man sagen, dass vielleicht die extreme Rechte in Deutschland momentan nur bei 14-15% ist, die da besonders kritisch sind. Aber in anderen Ländern gibt es ja auch in Westeuropa große Opposition gegen das, was wir als europäische Werte ansehen. Also wären andere Mechanismen überhaupt eine Lösung? Vielleicht zunächst nochmal zu Herrn Karolewski, weil er vorhin aus technischen Gründen so ein bisschen aus der Diskussion rausgezogen wurde. Ja, gerne. Es gab tatsächlich jetzt instabile Internetverbindungen, sehe ich gerade bei mir, glaube ich. Ja, das ist eine gute Frage und eine große Frage zugleich sicherlich, ob man das machen könnte. Also wenn man die Länder ausschließen
könnte, ob das etwas bringen würde, wenn man diese Länder ausschließen würde. Ich habe ja angemerkt zuvor, dass es grundsätzlich ein Dilemma ist, weil wir nicht nur die Länder ausschließen, sondern auch Teile von Gesellschaften. Ja. Das ist im Grunde ein Problem. Also die Europäische Union legitimiert sich durch zwei Säulen, könnten wir sagen, durch die Mitgliedschaft der Nationalstaaten, die offiziell aufgenommen werden und Beitrittsverträge unterschreiben, aber auch gibt es etwas, was wir Unionsbürgerschaft nennen. Das heißt, dass die Bürger auch direkt der Europäischen Union eine Legitimation verleihen, indem sie zum Beispiel die EU unterstützen, indem sie teilnehmen an den Europawahlen und so weiter, indem sie zum Beispiel seit 10 Jahren sich an der Europäischen Bürgerinitiative beteiligen und so weiter. Das heißt, wir haben diese zwei Säulen. Und wenn Polen und Ungarn ausgeschlossen werden könnten, würden wir ganze Teile der Gesellschaften ausschließen von Menschen, die im Grunde genommen in der Europäischen Union bleiben wollen und gern Unionsbürger und Bürgerinnen wären. Das heißt, da haben wir mit einem grundsätzlichen Dilemma zu tun, weil die Europäische Union tatsächlich auch einen transnationalen Charakter hat, wo auch Menschen, Individuen, Bürgerinnen und Bürger da drin agieren und nicht nur Nationalstaaten. Und wir vergessen das sehr oft. Und Sie haben recht, und selbst wenn wir diese Länder ausschließen würden, hätten wir mit einer neuen Spaltung zu tun. Aber die Kehrseite dessen ist, dass die Europäische Union tatsächlich auch eine legitimatorische Grundlage braucht. Das heißt, sie muss eigentlich begründen, warum es die gibt, die Europäische Union. Mhm. Gibt es die, weil sie Probleme löst? Gibt es die, weil es einen gemeinsamen Markt gibt? Oder gibt es, weil wir als Europäerinnen und Europäer gemeinsame Werte vertreten? Und diese Werte müssen da sein und die müssen auch verteidigt werden. Brauchen wir eine stärkere europäische Demokratie, die der Säule der Nationalstaaten in der Europäischen Union entgegengestellt werden kann und die dann die Zivilgesellschaft überall in Europa stärker unterstützen kann? Bestimmt. Es gibt ja auch eine Debatte darüber seit 25 Jahren, würde ich sagen, über das Demokratiedefizit der Europäischen Union zum Beispiel, wie man die EU besser demokratisieren könnte. Und es gibt ja auch Schritte in diese Richtung, zum Beispiel, dass das Europaparlament immer mehr Rechte bekommen hat in den letzten 20 Jahren und mehr Mitentscheidungsbefugnisse in dem ganzen Institutionengefüge der Europäischen Union. Es gibt eben auch solche Institutionen, die noch sehr schwach ausgeprägt sind, wie die Europäische Bürgerinitiative, die gibt es auch, das sind neue Instrumente. Das heißt, es gibt Fortschritte in Richtung der verstärkten Demokratie. Es gibt Bürgerräte oder Gespräche über Bürgerräte in der Europäischen Union jetzt auch. Wir hatten auch viele Versuche in Bezug auf die Europäische Verfassung und den Europäischen Konvent. Es ist gescheitert letzten Endes, aber es gab solche Versuche. Das heißt, dass wir uns möglicherweise auf einem guten Weg befinden. Dieser Weg ist aber nicht linear. Das heißt, möglicherweise, wenn wir das philosophisch oder geschichtlich betrachten, sind vielleicht solche Krisen wie die jetzige Krise der Demokratie oder der Rechtsstaatlichkeit sehr wichtig, um neu nachzudenken darüber, was die Europäische Union ausmacht, auch normativ, nicht nur technokratisch, nicht nur utilitaristisch. Und vielleicht ergeben sich daraus neue Impulse, um eben die EU weiterzuentwickeln in die demokratische Richtung. Es ist schön, hier Wissenschaftler zur Diskussion zu haben, die mit dem Prinzip Hoffnung operieren und nicht sarkastisch an diese Sachen rangehen. Frau Böhmert, hatten Sie sich vorgestellt, dass unsere ja ganz offene Diskussion, wir haben uns ja vorher kaum abgesprochen, dass die sich so stark mit Fragen wie europäischer Integration, Konzepten europäischer Zivilgesellschaft auseinandersetzen würde? War das vielleicht sogar Teil Ihrer Mission, als Sie diesen Film produziert haben? Ich glaube, was wir uns gewünscht haben, ist, dass wenn man nach einer Stunde einen Film geschaut hat über Zivilgesellschaften in anderen Ländern, dass man dann auch anfängt, über die eigene zu reden. Also ein Film, wünsche ich mir immer, soll der Beginn einer Unterhaltung sein. Jetzt darf ich hier an einem Gespräch teilnehmen, das auf sehr, sehr hohem Niveau geführt wird. Ich glaube, nicht jeder, der den Film ausschaltet, hat gleich all diese Gedanken parat. Aber ich wünsche mir einfach, dass die Menschen anfangen zu sprechen und nachzudenken, nachdem sie so einen Film gesehen haben. Und ich würde auch noch gerne einen Gedanken reinwerfen, was wir bestimmt europaweit machen können und auch als Europäische Union. Wir können einfach die Möglichkeiten des Einzelnen an Teilhabe stärken. Es gibt viele wirtschaftliche, kulturelle,
Gründe in der Bildung, die entweder eine Zivilgesellschaft oder den Einzelnen in einer Zivilgesellschaft stärken oder schwächen können. Deswegen glaube ich auch, ist europäische Kulturarbeit ganz wichtig. Ich glaube auch, dass es ein bestimmtes Jahreseinkommen braucht, um den Kopf frei zu haben, ein aktiver Bürger zu sein. Und all das kann ja getan werden. Aber wenn wir aktive Bürger wollen, dann müssen wir auch einfach in Kauf nehmen, was Sie gesagt haben. Dann müssen wir nicht unbedingt die Partei wählen, die ich wähle, oder die Meinung vertreten, die ich vertrete. Und das ist Demokratie. Das kaufen wir mit ein. Und das müssen wir auch wagen, weiterhin, immer, glaube ich. Mhm. Das ist sehr interessant, Ihre Perspektive auf die Möglichkeiten eines solchen Films nochmal einzugehen, was so ein Film bewirkt, was für Diskussionen er vielleicht in Gang setzt. Wir haben nur noch wenige Minuten, dann ist es 8 Uhr. Ich wollte ein Thema noch in die Runde werfen, das uns im Vorgespräch im Rahmen von Recent Globe so ein bisschen beschäftigt hat. In Reaktion auf die Maßnahmen der Bundesregierung und auch der Länder gegen die Corona-Pandemie hat eine Koalition, die von Reichsbürgern bis in den Deutschen Bundestag hineinreicht, aber auch von der Tageszeitung Die Welt, die ja sich so ein bisschen zum Sprachrohr der Querdenker gemacht hat, bis hin zu Leuten wie Heribert Prantl, den Vorwurf erhoben, dass auch hier in Deutschland die Grundrechte ausverkauft werden, wir einer Diktatur der Exekutive blind ausgeliefert sind. Wenn man sich diese wirklich schockierenden Situationen, die Sie, Frau Böhmert, in Ihrem Film zusammengestellt haben, wenn man die sich vor Augen führt, dann erscheint das auch in gewisser Weise als eine unredliche, unglaubliche Banalisierung des Bösen, die sich hier teilweise vollzogen hat in der Rhetorik der letzten Monate. Wie soll man damit umgehen, wenn Maßnahmen wie in diesem Fall hier die Corona-Politik in Deutschland auf eine Ebene gehoben wird mit dem Autoritarismus, den wir in Russland sehen, mit den Auswirkungen der Gängelung von Zivilgesellschaft, wie wir sie in Indien gesehen haben oder in anderen Ländern der Europäischen Union. Wie geht man mit solchen Vergleichen um? Vielleicht nur, mein Geschichtsstudium ist schon recht lange her, aber da habe ich im ersten Semester gelernt, dass man sich mit steilen Vergleichen zurückhalten soll. Damit versuche ich es persönlich immer noch zu halten. Das ist ein sehr weiser Spruch, den man beinahe als im finales Votum hier stehen lassen könnte. Seien Sie vorsichtiger mit Vergleichen. Das gilt ganz besonders auch für meine Disziplin, für die Historiker. Herr Karolewski, haben Sie sich dazu Gedanken gemacht, wie man mit diesen Vergleichen umgehen könnte? Ja, ich glaube, solche Vergleiche muss man aushalten, vor allen Dingen als Demokrat. Da können wir nicht viel machen. Bildungsarbeit betreiben, sicherlich aber auch etwas Selbstkritik üben, würde ich sagen. Das heißt, also schon, wenn wir vergleichen, dann schon darauf hinweisen, dass es in anderen Ländern natürlich tatsächlich um Menschenrechte geht und Bürgerrechte. Aber es gibt auch berechtigte Kritikpunkte, zum Beispiel eben, dass man eine Institution wie die Länderbundkonferenz nicht wirklich in der deutschen Verfassung findet und dass die Last der Exekutive vielleicht auch etwas zu groß gewesen ist und dass auch das Parlament eigentlich das Herz der Demokratie ist und dass durch Gesetze eigentlich regiert werden sollte und weniger durch exekutive Entscheidungen, selbst in einer Krisensituation. Das heißt, diese Kritikpunkte kann man aufnehmen und auch tatsächlich ausdiskutieren, bearbeiten und auch akzeptieren, weil sie sind jetzt nicht verkehrt sozusagen, wobei ein Vergleich mit Belarus oder ein Vergleich mit Ungarn natürlich nicht berechtigt ist, zumal auch in Ungarn während der Pandemie der Premierminister per Dekret regiert hat, weil sich das Parlament selbst der Macht erledigt hat und die ganze Macht, die Dekretsmacht dem Premierminister gegeben hat. Das sind natürlich unterschiedliche Dimensionen. Ja? Aber trotzdem muss man, glaube ich, das aushalten und diskutieren und zeigen, dass diese Vergleiche nur einen beschränkten Sinn haben. Aber zugleich auch zeigen, dass vielleicht die Entscheidungsfindungsprozesse in Deutschland auch nicht immer perfekt gewesen sind. Auch ein schönes Schlusswort, in gewisser Weise Demokratie aushalten können, kritische Analyse statt polemischer Vergleiche. Herr Lippmann, kommen Sie auch noch zu einem Schlusswort vielleicht zu diesem Thema?
Oh, ob ich ein so schönes Schlusswort schaffe, bin ich gar nicht sicher. Aber ich schließe mich eigentlich Herrn Karolewski an, vielleicht um das ein bisschen zuzuspitzen. Es gibt einen berühmten alten russischen Witz aus den späten 80er Jahren. Der eine fragt den anderen, wird es in der Zukunft einen Krieg geben? Und er antwortet, nein, es wird keinen Krieg geben, es wird aber einen Kampf für den Frieden geben und nach diesem Kampf wird kein Stein stehen bleiben. Warum sage ich das gerade in diesem Kontext? Es ist klar, dass die Vergleiche zwischen den Sondermaßnahmen während Corona mit Belarus, Russland, wir können doch weiter nach Turkmenistan gehen, nach Nordkorea, wissenschaftlich und gesellschaftlich nicht so viel bringen. Je stärker man aber in solch einer Situation undifferenziert mit der Kritik umgeht und je stärker man sich in Verteidigung der Maßnahmen stellt, also wie Herr Karolewski direkt gesagt hat, je weniger man auch auf eigene Probleme Blick wirft, desto stärker bekräftigt man solche Vergleiche. Also der einzige Weg, den Krieg zu vermeiden, ist sozusagen auch den Kampf gegen Frieden, Kampf für den Frieden demokratisch zu führen, Selbstkritik auszuüben und offen über eigene Probleme zu sprechen, aber auch über die gigantischen Probleme, die in anderen Staaten bestehen. Herr Lippmann, da haben Sie auch ein sehr schönes Schlusswort in die Runde gestellt und Sie sind auch nochmal auf ein Thema zurückgekommen, das wir ganz am Anfang diskutiert haben, wie problematisch Vergleiche eben auch sein können. Das passt sehr gut zu dem, was Frau Böhmert gesagt hat. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Beiträge, für diese animierte Debatte. Wir wussten vorher überhaupt nicht, wie das funktionieren würde. Wir haben es überhaupt nicht geübt vorher und es hat ganz wunderbar geklappt. Ich fand es sehr, sehr spannend, einmal mit einer Produzentin einer solchen Dokumentation sprechen zu können. Und ich glaube, das gilt wahrscheinlich hier auch für das Publikum. Viele Leute im Publikum, weil wir eben an die Uni gebunden sind, haben öfters mal die Gelegenheit, Ideen von Professoren, Spezialisten in akademischen Gebieten kennenzulernen, aber mit einer Produzentin eines solchen Films sprechen zu können, ist ein ganz besonderes Privileg und ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Böhmert, dass Sie hier diese Runde mitgestaltet haben. Aber ich bin auch unseren beiden Osteuropa-Experten sehr dankbar, dass Sie in so differenzierter Art und Weise auf diese Themen reagiert haben, sie diskutiert haben, sie in weitere Zusammenhänge gestellt haben. Und nicht zuletzt möchte ich ganz herzlich danken natürlich den Studierenden hier in Leipzig, die das mitverfolgt haben oder vielleicht später noch mitverfolgen wollen und natürlich auch dem breiteren Publikum. Uns geht es bei einem solchen Wissenschaftsfestival natürlich auch darum, den Elfenbeinturm zu verlassen und Brücken zu schlagen von der Universität in die Zivilgesellschaft. Und ich glaube, das ist uns hier ganz hervorragend gelungen. Ganz zum Schluss nochmal bitte den Hinweis, falls Sie sich weiter damit auseinandersetzen wollen oder vielleicht ein Teil des Publikums nicht die Gelegenheit hatte, die Dokumentation heute Abend ganz mit zu verfolgen. Sie haben ab 3. August die Möglichkeit, den Film auf Arte zu sehen und er wird danach auch in der Mediathek weiter zu sehen sein. Und ich hoffe wirklich, dass dieser bedeutende Film ein sehr, sehr breites Publikum findet und dass er auch wirklich nochmal das Nachdenken über Zivilgesellschaft in Deutschland, in Frankreich, in Europa anstößt. Und dazu haben auch Sie, meine Runde hier heute Abend, einen ganz tollen Beitrag geleistet. Ganz herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir unser Publikum bald wieder begrüßen können bei einer anderen Veranstaltung unseres Globe Festivals. Herzlichen Dank und einen wunderbaren Abend Ihnen allen. Tschüss. Hallo, mein Name ist Solveig Richter und ich bin seit Oktober 2020 Heisenberg-Professorin für internationale Beziehungen und transnationale Politik. Ja, in meinem Globe Talk möchte ich Sie gern
ein Stück weit mitnehmen und entführen in die Welt der Friedens- und Konfliktforschung und ihnen erklären, warum Frieden so etwas Wünschenswertes ist, aber doch oft auch mit Problemen einhergeht. Mein Name ist Alex Jendl, ich bin Soziologe und ich bin Hanna-Bewegung zum Anlass nehmen, über prekäre Beschäftigung in der Wissenschaft zu sprechen, über die vielen Probleme, die wir in Deutschland haben. Aber ich möchte nicht nur über Probleme reden, sondern auch über Lösungsansätze. Und die gibt es, wenn man mal in andere Länder schaut, wo wissenschaftliche Mitarbeiterinnen in der Postdoc-Phase meistens entfristet werden.